klopft und so wird euch aufgetan. Völlig abgefahren, jetzt hier mal selber zu sein. Das erste Mal, als ich die Location gesehen habe, war bei dem Video vom Chris, also Reloadiac, und auf irgendeinem der Dächer einen Overnighter gemacht haben. Es hat sich halt auch nicht viel verändert. Es ist nach wie vor leer, zugesprayt. Ah, hat hier noch mal rumgeballert. Ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Kommt euch das Dach bekannt vor? Vom Aufzug ist halt auch nichts mehr übrig. Der versteckt sich da unten irgendwo in seinen Einzelteilen. Auch ein Schrank schon runtergepfeffert. Kennst du ein Stockwerk, kennst du alle Stockwerke. Das ist halt auch schon ein übel geiler Ausblick hier runter. Da unten der See, außenrum die Berge. Ohne Worte. Und da? Hatte ich Fluffelfix. Ja, der kleine Hund, der muss getragen werden aufgrund der vielen, vielen, übermäßig vielen Scherben. Ja, matschig nass. Echt? Ja. War des Schreckens? Im wahrsten Sinne des Wortes, Kammer des Schreckens. Geht's halt auch gut tief runter. Woran merkt man, dass man nicht in Deutschland ist? An den Palmen, die vereinzelt immer wieder stehen. Wenn du einen großen Raum willst, taste hier ein. Das nenne ich mal Wanddurchbruch. Aber weiter hoch geht's nicht. Nee. Also hier sind wir on top angekommen. Gehen durch. Haben sich ja echt mal rumgeballert. Hier haben wir wieder so eine Patrone. Da liegt auch noch eine rum. Wenn man genau guckt, da vorne liegen auch noch welche rum. Heidewitzka. I
ins Dunkel. Nach dir. Boah. Ja, welcome to hell. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass hier noch irgendwas drin rumsteht. Ja, dann. Wie könnte die Küche mal gewesen sein? Abgespaced, abgefahren. Boah, Wäschetrommeln. Ist das heftig. Ja, wirklich jeder Zentimeter zugemalt. Was ist das? Ich glaube, wir sind hier in der Wäscherei gelandet. Und geil, guckst du raus? Hast du direkt die Palmen vor der Tür? Schon abgefahren hier drin. Aber das macht einfach die Atmosphäre. Da stehst du hier, hast du Palmen, sind dann andere Bäume noch. Die Bude ist zwar komplett leer und durch, aber ich finde genau sowas mit den Palmen und wie vorhin auch mit dem Ausblick macht es dann wieder reizvoll. Definitiv. Ja, zum Chillen haben sie hier auch schon was hingestellt. Dann gehen wir mal durch, links piekt. Links ist Akazie. Wieder so stachelbiestige Teile. Das verfolgt einen echt überall. Ey, und hier ist es mit den Graffitis fast noch mal eine Ecke krasser als in dem anderen Gebäude. Hier ist nämlich wirklich alles zugedeckt. Überall vollgesprayt. Ja, die Hinterlassenschaften. Das sieht man hier. Aber halt auch wieder ein richtig feiner Ausblick. Ja, das kann ich verstehen. Das ist halt krass, irgendwie so ebenerdig rein, bomb, runter. Stehst du nochmal auf zwei Stockwerken? Drei. Drei Stockwerke unter dir. Oh no! Scheiße, voll in die Brühe. Kacke. Jetzt noch mal ein bisschen runter. Ey, das ist doch wieder überheftig. Schon krass. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, doch. Ja, ab hier geht's dann vollkommen in den Berg rein. Ja, und das ist der Übergang zum anderen Gebäude. Okay. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Es ist mal eine Location der ganz anderen Art, wie man sieht, halt null Inventar mehr oder nur noch sehr, sehr wenig. Dafür ein mega geiler Ausblick. Graffitis ohne Ende. Es hat schon, ja, noch einmal seinen Reiz und seinen Charme zugesprayt. Also
Wald mit normalen Bäumen, mit Palmen. Das hat schon was. Man kann sich das noch so ein bisschen, glaube ich, vorstellen, wie es hier mal gewesen sein könnte. Aber auch nur noch ganz, ganz wenig. Oh, da oben steht einer. Da. Gut, ich würde sagen, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne mal den Kanal abonnieren. Da gibt es dann noch mehr Lost Place, Outdoor und sonstige Aktivitäten und vieles, vieles mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.